So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Es ist jetzt kurz nach 7 oder kurz vor 8, eins von beiden, ich weiß nicht genau. Ich sitze wieder mal hier draußen an der Donau. Das ist die Donau, ihr seht, die Sonne ist leicht auf der Donau zu sehen. Es ist ein bisschen kühl, ist ein bisschen windig. Es ist auf jeden Fall früh am Morgen. Die Mücken haben dir den kompletten Arm hier. Das ist hügelig, das ist wie eine Mondlandschaft, fühlt sich das an. Man sieht nichts, aber man fühlt es. Ich möchte jetzt früh am Morgen, am Mittwoch, Raider Mittwoch aufnehmen und dann für Donnerstag raushauen. Hier dauert, wie gesagt, alles länger. Wir können die Bagger beobachten, wie die Bagger im See rumbaggern. Ist die Donau etwa ein Baggersee? Das finde ich sehr interessant. Wir stellen euch jetzt hier so hin, schieben uns ein Stück nach da und kommen zu den Highlights der Woche aus dem Urlaub in Donauwörth. Angefangen hat die Woche hier bei Ab ins Tierheim, der ist Glücksfreund mit mir geworden, haben natürlich auch direkt getauscht. Smaugo ist auch Glücksfreund geworden, da weiß ich leider gar nicht, wie ich den erreiche. Der hat mir mal ein Ticket geschenkt, ich habe mit dem dann immer weiter schön interagiert, ist jetzt auch ein VIP gewesen wegen dem Ticket, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist, wie der heißt, wo ich den erreiche. Smaugo, bitte melde dich, bitte schreib mir, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Wir müssen unglücklich werden, das ist wichtig. Dann habe ich hier Ramses Shadow, auch Glücksfreunde geworden. Henry Nicky, Glücksfreunde geworden. Excavator, Glücksfreunde geworden. Prinz, Glücksfreunde geworden im Urlaub. Das fand ich richtig cool. Auf dem Hauptaccount damals habe ich das ewig gesucht. Das gab es damals nicht wild, das gab es nur aus Feldforschungen. Ich habe so viele getauscht, von jedem wollte ich Sangabu haben. Glückstrades mit Sangabu, weil ich unbedingt einen 100er Sandhaufen wollte für die Sammlung. Main ist weg, Habanero Lime ist da, jetzt gibt's das Ding wild. Und im Urlaub, Donauwörth, Bayern, hast du jetzt das 100%ige. Und ich sammle jetzt auf dem eigentlich keine 100er. Aber das Ding wird aufgehoben, weil da ist jetzt noch ein Erinnerungswert dran. So, Kuselinchen zeigt uns hier Shiny Leufeo, Shiny Quapsel. Dann haben wir Scampisto, 100% Glücks aus einem Tausch heraus. Das sieht auch gut aus. Ab ins Tierheim, Meisterball musste ich verwenden, 100% Eviltal im letzten Ball. Mit dem Meisterball gefangen. Wie viele Eviltal Raids hast du gemacht bis zum 100er? Das wäre jetzt interessant, aber Glückwunsch zum 100er, ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Andy Forbeck, ich melde mich nach langer Zeit mal wieder mit einem relativ seltenen Shiny zurück. Garnoville, haben bis jetzt glaube ich nicht so viele Leute, fällt auf, es ist gelb. Es ist gelb. Gelb ist die Farbe, die Trendfarbe heutzutage. Robert 100er hat ein Shiny, auch gebrütet, es ist gelb. Was ist denn jetzt seltener? Man könnte sagen, ja, Garnoville kommt nur aus dem 12er. Dafür können im 12er nicht so viel drin sein. Da trifft man oft auf Garnoville und das kann ja dann auch Shiny sein. Shiny Garnoville zu brüten ist also irgendwie okay. Ja, Ignivore kriegst du im 2er, im 5er, im 10er. Aber da sind so viele andere Pokémon drin. Und dann ist das schon so selten, dass du das überhaupt ausbrütest. Und jetzt neu als Shiny und ich kenne niemanden, der Shiny Ignivore gebrütet hat. Robert 100er ist der erste, bei dem ich das sehe. Ich sehe zwar auch nichts, deswegen kann sein, dass es schon 100.000 Leute haben. Ich kenne es nur von ihm. Das Mehl war mit mir. Hat für mich jetzt aber nicht für Schocker der Woche gereicht. Ist ja nur ein Shiny, ne? Zwar ein übelst relativ brutales, seltenes Shiny. Glückwunsch an Robert 100er. Und wie viele Eier waren nötig? 500? Robert ist auf jeden Fall immer gut dabei. Richtig krasser Hardcore-Spieler. Da habt ihr das nochmal in groß und da habt ihr Shenaya mit dem 100%igen Knarbon. Kannst du auch nur brüten und dann einen 100er zu kriegen. Das ist auch genial, das ist auch brutal, das ist auch was wert. Dann hat sie hier noch einen Shiny Krypto Raikou bei dem Merry-Account. Alexander Ahringer zeigt seine Ausbeute vom Community Day Classic mit Feuriegel. Dann haben wir Selal, der hat einen 100er Snubbull. Bevor wir Selal weiter zeigen, möchte ich euch mal kurz das zeigen. Guck mal, da kommt einfach ein LKW angefahren. Der fährt jetzt hier durch den ganzen Weg rückwärts bis davor, weil die dort rumbaggern tun. Dann muss der natürlich das Zeug hier immer, keine Ahnung. Mailhammer, das ist auf jeden Fall richtig stark, wenn man hier sitzt und Raider Mittwoch aufnimmt.
Jetzt telefoniert er auch noch während der Fahrt, aber alles kein Problem. Wir warten kurz, bis er vorbei ist. Und dann zeigen wir euch die Celal-Ausbeute. Der hat wieder über 50 Bilder geschickt. Angefangen also mit diesem 100%igen Snubbull, Celal, dann Elektek, 100, Frubal, 100, Lichtel, 100, Glücks, Bummels, 100, andersrum, Anton, Shiny, Schlubuck, Shiny, Slimer, Shiny, Muggelbaum, Shiny, vor allem, erst sind alle blau, dann sind alle grün, Fleckmon, dann sind alle unspektakulär, Barschwa, Kleinstein, Ninkada Shiny am Strand, im Strandbiotom. Dieses Bild sieht richtig toll aus. Das müsste man eigentlich im Thumbnail verwenden. Ob man jetzt schon in die Donau rein kann, als Nichtschwimmer. FM, Shiny, Koalilu, Shiny, Simsala, Shiny, aus einem Mega Raid, so wie es ausschaut. Dann hat er hier Duo Raid mit Demeteros, 87 Sekunden Restzeit. Duo Raid mit Mega Simsala, 94 Sekunden Restzeit. Elke zeigt uns Shinies. Bei Kaisi war die letzten zwei Wochen hundertmäßig nix. Bei den Shinies sind es ein, drei neue, die ich bei Kaisi noch nicht hatte. Shaming Bummels, Kostüm. Perlu, endlich Kano Mauzi und ein paar, die schon mehrfach gefangen wurden. Also hier das Bummels, Perlu. Das finde ich so hässlich, dieses Pokémon. Also es nervt, es ist... Das ist wie Pandimos irgendwie. Mauzi nimmst du mit, Kleinstein nimmst du mit, Slimer nimmst du mit, hier Barschwa, Onyx. Dann das beste Shiny Vollriegel von 9 Gefangenen. Zwar nur ein 91er, aber aus dem Schnappschuss. Auch entwickelt zu Tolupto natürlich. Dann auf dem Paula Emperor Account. Keine 100er in den letzten zwei Wochen, nur 2 Shiny in 13 Tagen, ohne 11 Shiny Vollriegel. Bestes 87%. Dann der gestrige Montag, der 24.06. Praktibalk, als täglicher Spawn angeklickt und wieder mal ein Shiny beim täglichen Spawn. Das ist doch cool. Was war euer heutiger täglicher Spawn? Wisst ihr es noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann noch Alo, ein Shiny Tusker geklaut und wieder mal ein Shiny Kleinstein am frühen Abend. Sehen wir also, unten ist Praktibalk, Tusker, Krypto Shiny und Kleinstein. Habe ich jetzt nicht nochmal extra groß. Prinz und Prinzessin schicken hier rein. Ab Tordonator ist es dann die Frau. Pass auf. Smogon Shiny, Sneevil Shiny, Tornupto 100, Schneckmark 10, Remoraid 100. Wahrscheinlich nicht mehr hingepasst, oder? Glücks, aber gleichzeitig. Und jetzt bei der Prinzessin Tordonator 1, 100% Glücks. Evoli, Shiny, Charmian, Shiny, Fukano. Shiny, Lenzhardt, 100%, Feuriegel, dann 29 Shinies am Main, 30 auf Baumlieber, dort nur geplust und trotz Plussen mehr als per Hand gefangen wie bei Main. Sonnengänger, musstest sofort an dich denken, Samyang Bulldog im Go Asia Laden wieder mal, guter Preis, 7,95 Euro für einen 5er-Pack, da musst du zuschlagen, im Rewe kostet 5er-Pack ja auch mittlerweile 10, 11, 12 Euro irgendwas, also wenn du 5 Einzelne kaufst oder das 5er-Pack so, wird immer teurer. Go Asia, beste Laden noch, aber gibt es keine besonderen Sorten mehr. Ich bin immer noch auf der Suche nach blauen Samyang, Bulldog, Ice-Type. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker kommt diesmal von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Pass auf. Samyang, Bulldog, Blau, Ice-Type, Sommeredition, richtig genial, 5er-Pack, statt 12,45 Euro nur 7,90 Euro, was ein Hammerpreis, unschlagbar, den Tipp habe ich von einem Zuschauer bekommen, habe ich in den Warenkorb rein gleich zweimal bei foodplaza.net, aber schaut selber nach, wenn ihr zur Kasse geht, werdet ihr weitergeleitet an Amazon und da steht dann dort, dass es nicht vorrätig ist oder nicht geliefert werden kann nach Deutschland oder du kannst es auf jeden Fall nicht bestellen. Es gibt's. Die Leute denken immer, ich habe mir das ausgedacht, aber nein, das gibt's. Die gibt's wirklich. Guckt sie euch doch an. Mit dem Schwimmreifen, mit dem Eiswürfel. Da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gesehen habe und dann die Ernüchterung, geht nicht bestellen. Deswegen der wahre Schocker der Woche jetzt, habe ich mir einen Ruck gegeben, weil er schreibt ja selber hier, Schocker der Woche hin.
Und für ihn war es einfach wirklich brutal. Ein Raid, ein Eviltal, ein hundertprozentiges direkt Pokédex-Eintrag mit dem Hando mitgenommen. Smiley noch dabei, warum nicht? 21,60, wir haben schon 100er hier gehabt. Wir wussten nicht aber, wie viele Raids. Hier siehst du direkt, erster Raid, direkt das 100er. Das ist schon cool, das ist Mehl, das ist Glück. Ihr werdet sagen, ja, aber das Shiny Igniwo ist auf jeden Fall cooler, besser, seltener. Aber das ist dieser Überraschungsmoment und da ist er selber so Schocker der Woche, Schocker des Jahrhunderts sagt. Gönne ich ihm, muss ich sagen. So, was ist jetzt? Jetzt muss ich rein, muss das schneiden, muss das andere raus zum Tee trinken, Frühstück machen, statt irgendwas, hoffentlich nicht mehr ins Wasser, Sonnenbrand ist schon wieder da. Ach, Wasser muss nochmal sein. Dann vielleicht nochmal Agois Moors in der Hafenkneipe am Donnerstagabend zum Abschluss. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, irgendwann, später. Bis dahin, peace out. Vorhaut euer Ramses und guckt doch nochmal hier. Jetzt ohne LKW sieht das viel besser aus, wenn hier kein LKW langfährt. Man einfach nur so die Donau erkunden kann. So. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.